Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im oberösterreichischen Landtag, liebe Menschen aus und in Oberösterreich. Der Ausschussbericht umfasst vier Punkte. Der erste Punkt, europäisches Strommarktdesign zu überdenken und alternative Lösungen zu finden. Es ist halt leider so, dass man für Stromschwankungen Kraftwerke braucht, die dies ausgleichen und rasch zur Verfügung stehen. Da gibt es ja diese Gaskraftwerke, von denen man abhängig ist. Und wir haben in Österreich Gott sei Dank auch die Pumpspeicherkraftwerke, um diese Spitzen auszugleichen. Warum ist das notwendig? Man braucht im Stromnetz und nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, weil es zusammenhängt, gleichbleibende Spannung, sonst kommt es zu einem bereits vielfach diskutierten Blackout, den wir uns alle nicht wünschen. Dass genau das letzte Kraftwerk, das zugeschalten wird, die Kosten verursacht und das die höchsten Grenzkosten verursacht und wir als Konsumentinnen und Konsumenten diese Grenzkosten zu zahlen haben, ist auf jeden Fall zu überdenken und zu überarbeiten und es muss hier eine Liberalisierung stattfinden, aber nicht in die Richtung, dass es zu planwirtschaftlichen Mechanismen kommt. Was wird dann passieren? Es würde passieren, dass manche Kraftwerke einfach nicht mehr betrieben werden, weil sie zu diesen Plankosten nicht produzieren können. Und somit dann die notwendige Abdeckung der Spitzen zur Stabilität und zur Stabilerhaltung des Stromnetzes nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Bereich kann man aber durchaus vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht vermehrt auf ein sogenanntes hybrides System umstellt. Es ist dann notwendig, dass man dezentrale Stromerzeugung hat und nicht nur dezentralen Stromverbrauch. Ich spreche davon Kleinkraftwerken im Bereich Wind, Sonne und Wasser mit 100 und 150 kW, weil genau dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir dort den Strom produzieren, wo wir brauchen. Wir brauchen nicht eine Verbesserung und stärkere Leitungen und Netze, weil wir es transportieren müssen und wir schaffen es, dass wir genau diese Spitzen dann auch ausgleichen und abdecken können entsprechend und vom Gas unabhängiger werden. Der zweite Punkt, der angeführt ist, das freut uns besonders, Energiesparen durch steuerliche Anreize. Warum freut uns das besonders? Weil der von uns namhaft gemachte Experte im Ausschuss diesen Vorschlag eingebracht hat, dass man 2000 Kilowattstunden nicht oder begünstigt besteuert. Davon profitieren vor allem armutsgefährdete und einkommensschwache Haushalte, die im Schnitt zwischen 2000 und 2500 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Und es passiert nur was, und zwar ein Lenkungseffekt, nämlich der durchschnittliche Haushalt braucht so an die 4000 Kilowattstunden im Jahr. Auch die denken aktiv darüber nach, dass die Hälfte, nämlich die ersten 2000 Kilowattstunden, steuerfrei sind und versuchen, diese 2000 Kilowattstunden so lang wie möglich zu nutzen. Wir kennen alle so Begriffe wie den Tax Freedom Day zum Beispiel, der so Mitte August immer liegt, wo man sagt, bis dorthin arbeitet man für Abgaben. Vielleicht gibt es dann auch einen Strom Freedom Day, bis wohin man steuerbegünstigten Strom bezieht und die Menschen das dann auch ins Bewusstsein bekommen. Durchaus wünschenswert wäre es auch, wenn bei diesem Punkt vielleicht noch die Pauschalgebühren, die Pauschalbeiträge und die pauschalen Abgaben, die am Strom sind, bedacht und überdacht werden und sozialverträglich gestaffelt werden. Es gibt so Dinge wie Netzgebühren, Zutrittsgebühren, Zählermiete, die Fixbeträge sind. Und diese Fixbeträge legen sich halt bei einem niedrigen Verbrauch von Kilowattstunden prozentuell höher um pro Kilowattstunde. Das ist zu überdenken, diese Pauschalbeträge auch verbrauchs- und einkommensabhängig zu staffeln. Wer viel Strom braucht in seinem Einfamilienhaus, weil er den Pool mit Strom heizt, weil er 4 Aquarien hat für die Kinder, weil 4 Fernseher oder 5 da sind und die Geräte alle auf Standby laufen, der wird es sich leisten können, diese Beträge in höherem Ausmaß zu bezahlen, als wie jemand, der nicht weiß, ob er seine Wohnung vielleicht in seiner Wohnung das Licht brennen hat und die Kinder permanent auffordern muss, das Licht abzudrehen. Zum dritten Punkt, CO2-Bepreisung. Ob und inwiefern das menschengemachte CO2 zu einem Klimawandel beiträgt oder nicht, ist heute nicht Diskussionspunkt und sollte nicht im Bereich der Teuerungsdebatte stattfinden. Es ist aber auf jeden Fall nicht jetzt die Zeit, Treibstoffe weiter zu verteuern durch eine CO2-Bepreisung. Es ist temporär, ich betone temporär, auszusetzen und dann im Weiteren darüber nachzudenken und zu diskutieren. Der vierte Punkt, energieintensive Industrie entlasten. Die oberösterreichischen Betriebe, die oberösterreichische Industrie zahlen
über den Emissionszertifikatehandel meines Erachtens ohnehin ausreichend. Da ist natürlich auch toll, wenn nach Oberösterreich wieder Geld zurückkommt und genau Betriebe dann in diesem Bereich entlastet werden, weil der Staat auf einen Teil seiner Einnahmen verzichtet. Der Herr Finanzminister, man danke ihm schon, jetzt wird es möglich machen für die oberösterreichische Wirtschaft. Wir stimmen dem Antrag auf getrennte Abstimmung dieser vier Punkte des Ausschussberichts zu, freuen uns, dass wir überall die Zustimmung dazu bekommen. Zu den vier Zusatzanträgen, die uns heute Nachmittag erreicht haben, möchte ich nicht einzeln eingehen, beziehungsweise zusammengefasst eingehen auf den ersten Antrag betreffend der Pensionserhöhung für die Pensionistinnen spätestens Mitte 2022. Die Pensionen, wie angeführt ist, wurden im Jänner um 1,8% erhöht. Die Inflation ist jetzt im März bei 6,8%. Das versteht man natürlich, dass da ein Ausgleich stattfinden muss. Der zweite Antrag, Wertanpassung des Familienzuschlags in der Arbeitslosenversicherung und Wertanpassung der Studienbeihilfen um mindestens 10%. Das ist durchaus verständlich, weil gerade Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen oder Studentinnen und Studenten, auch wenn sie Selbsterhalter sind, mit diesen Unterstützungen sicherlich nicht auskommen werden. Das sind jetzt zwei Anträge oder zwei Vorschläge, die man anders auch bedienen könnte. Und zwar, ich habe es heute in einem anderen Redebeitrag schon mal angeführt, was wäre, wenn wir darüber nachdenken, dass Lebensmittel temporär vielleicht für die Dauer von 18 Monaten mit 0% Mehrwertsteuer belastet sind, anstatt mit 10% Mehrwertsteuer. Das bringt vom Brutto 9%. Das spüren wir als Konsumentinnen und Konsumenten sofort, wenn wir an der Kasse beim Supermarkt stehen, wenn wir Essen kaufen, weil es um 9% günstiger ist. Und das gleicht die Inflation, die wir jetzt haben, definitiv aus. Bei diesen 6,8%, die wir im März gesehen haben, wird es nicht bleiben. Ich gehe schon davon aus, dass wir 8, 9 und 10% Inflation zumindest in den Bereich der Nahrungsmittel kommen werden. Da wären einkommensschwache Menschen in Oberösterreich und in Österreich dementsprechend entlastet. Wer ist das? Das sind genau diejenigen, die Arbeitslosengeld beziehen. Das sind genau diejenigen, die beim Stromsparen, wie wir angeführt haben, das sind Studentinnen und Studenten und das sind viele Pensionistinnen und Pensionisten. Der dritte Zusatzantrag, Rücknahme der Erhöhung der Richtwert- und Kategoriemieten. Da muss man anführen, dass pandemiebedingt im Jahr 2020 ohnehin keine Erhöhung stattgefunden hat und diese Erhöhung jetzt nachgeholt wird, an und für sich alle 5 Prozentpunkte, die Erhöhung ist und valorisiert wird heute im April des Jahres. Dass aber eine erhöhte Miete jetzt sozial unverträglich ist, ist uns auch alle klar. Die Menschen wissen nicht, sollen sie jetzt das Licht auftragen und Strom verbrauchen, sollen sie Essen kaufen oder können sie sich vielleicht noch die Miete leisten. Und ich muss wieder darauf herumreiten, ist vielleicht auch ein bisschen eine Berufskrankheit von mir als Steuerberater. Aber wir haben auch da eine Umsatzsteuer. Und zwar wiederum in der Höhe von 10% gibt es die Umsatzsteuer auf Vermietung für Wohnzwecke und 0% auf Vermietung für Geschäftszwecke. Also auch da besteht zumindest temporär die Möglichkeit, dass der Staat durch eine Senkung des Umsatzsteuersatzes für Vermietung zu Wohnzwecken auf 0% den Bürgerinnen und Bürgern wiederum entgegenkommt. Man kann das Ganze ja noch in eine Quadratmetergröße der gemieteten Wohnung oder Liegenschaft koppeln, um dann nicht zum Beispiel den Millionär, der eine Villa anmietet, mit 350 Quadratmeter Wohnfläche entsprechend zu unterstützen. Senkung der Abgaben und Mehrwertsteuer bei Gas ist unbestritten notwendig und genauso notwendig ist es, dass man sich von Gas und nicht nur von russischem Gas, sondern generell unabhängiger macht. Wir haben nämlich nichts gemacht, wenn wir das russische Gas aus Österreich verbannen und dafür das amerikanische Fracking-Gas importieren, das dann mit den Tankern entsprechend kommt und wir in einer anderen Abhängigkeit sind. Es wird nicht rasch gehen, da stimme ich zu, aber wenn wir nie anfangen damit, dann wären wir auch nie fertig und jetzt ist es Zeit, damit zu beginnen. Durch unsere Vorschläge ist es so, dass die Entlastung dort erfolgt, wo es notwendig ist und wo es rasch geht, nämlich nicht beim Einkommen. Von einer Senkung und von Maßnahmen im Bereich der Einkommensteuer hat immer nur derjenige, was die Einkommensteuer bezahlt. Einkommensschwache Menschen zahlen keine Einkommensteuer. Wenn man den Konsum und den Verbrauch entlastet, was durch unsere Vorschläge der Fall ist, dann ist es treffsicher und zielsicher. Der Bund hat bereits ein 4 Milliarden Euro Paket geschnürt, das einkommenssteuerabhängig ist oder großteils und somit Menschen was bringt, die Einkommensteuer zahlen. Jetzt geht es darum, andere Menschen zu entlasten.
Ich habe so das schallende Wort noch im Ohr von März 2020, koste es, was es wolle. Es gilt jetzt mehr als damals zu sagen, koste es, was es wolle. Man darf die Menschen nicht hinten lassen. Und wir freuen uns auf dementsprechende Zustimmung des Ausschussberichtes und sind zuversichtlich, dass wir so, was auf den Weg gebracht haben, was da draußen rasch und sofort hilft. Danke.